ist die Dialoge plus man liest immer, was die Figuren machen. Also so als ob einem das der, wie nennt man das, der Spielleiter sozusagen vorliest. Liest man dann, man hat eben nur die Figuren dann so stehen ohne Animation und hat rechts im Bildschirm, wo die Textbox steht. Und da steht dann eben, was die Figuren machen. Aber es ist wirklich interessant, weil die sehr unterschiedlich sind und man sich wirklich Sorgen um die macht. Also ich würde es gerne in diese Kategorie nehmen für beste Story und vielleicht beste Nebencharaktere. Geht aber nicht. Hab's nicht weit genug geschafft. Gut. Was haben wir noch? Eine Kategorie, die so ein bisschen rausfällt. Ach nee, beste Spielwelt fällt nicht raus. Beste Spielwelt im Jahr 2014. Ihr könnt uns übrigens immer noch schreiben, ne? David? South Park. South Park, ja. South Park? Ja. South Park. South Park. Was jetzt? Spielwelt? Ja, beste Spielwelt. Beste Setting, beste Umgebung. Los Santos. Los Santos. Sieht noch schöner aus in der neuen Version. Ja, es wäre langweilig, wenn ich jetzt auch South Park sage, oder? Weil es ist ja einfach nur das South Park. Aber ich finde es interessant, wie sie die Karte jetzt auch wirklich angeordnet haben, weil das ja das erste Mal war für dieses Spiel, dass sie das machen mussten. Weil eben South Park vorher nie eine Karte hatte. Die Häuser waren einfach nur einzeln in der Welt platziert. Und es hat sich halt wirklich über die, wie lange läuft South Park jetzt? 15 Jahre oder so? Hat sich nie jemand Gedanken drum gemacht, wie man von Haus zu Haus kommt. Da mussten sie es eben das erste Mal machen. Und die Stadt ist wirklich so aufgebaut, dass das einfach mal so verschiedene Reihen von Häusern sind. Also es sind so drei, vier Reihen übereinander. Aber dadurch kann man sich ganz gut einprägen, wo was ist. Wobei mich die Karte auch ein bisschen stört. Die hat mich verwirrt. Ich musste dort so ein Haus finden. Ich glaube von dem Star Trek-Typen, von diesem Star Trek-Fan. Mhm. Und ich habe eben auf der Karte geguckt, wo das ist. Und man hat ja ab und zu, dass die Bildschirme dann ineinander übergehen. Also, dass man von einem Bildschirm in den nächsten wechselt. Man macht dann aber jedes Mal so eine Art Sprung auf der Karte. Also, man geht gar nicht an jedem Haus vorbei, sozusagen. Und das hatte mich komplett verwirrt, weil ich sein Haus irgendwie einfach nicht gefunden habe. Also, man ist dann auf der Karte hier, dann wechselt man den Bildschirm und ist auf einmal hier. Und die Häuser in der Mitte gibt es gar nicht, sozusagen. Ach so. Oder die Karte wird nur falsch dargestellt, das kann auch sein. Ja. Ja, würde ich aus Mangel an Antworten. Ansonsten, ich fand die Welt in Dark Souls 2 eigentlich auch ganz schön. Es gibt aber die berechtigte Kritik, dass im zweiten Teil, also in Dark Souls 2, weniger darauf geachtet wurde, die Welt sinnvoll aufeinander aufzubauen. Also es gibt durchaus Gegenden, da sieht man dann unter sich irgendwie oder über sich Berge, die aber eigentlich rein geografisch anders positioniert sein müssten. Also wenn man dann in eine andere Gegend wechselt, haut das nicht unbedingt immer hin. Oder dass man daneben ganz weit nach unten geht und dort aber auf einmal einen See hat oder irgendwas so Sachen. Also die Welt ist einfach insgesamt nicht ganz so kohärent und sinnvoll aufgebaut. Aber ansonsten... Kohärent? Kohärent. Ist nicht so? Kohärent kennt man. Ist nicht ganz so nach Kohärent aufgebaut. ansonsten... Fallen euch sonst noch Kategorien für diese, ich meine, nennenswerte Spiele für diese? Des Jahres, aber das kann man später dann am Ende, also wo man viel Zeit reingesteckt hat. Das kommt ja mehr zum Schluss, oder? Ich weiß nicht, du hast schon erwähnt. Okay. Ich hätte es, glaube ich, auch jetzt reingenommen. Also. Ja, dann. die meiste Spielzeit. Also um die Kategorie nochmal zu erklären, es geht nicht unbedingt um Spiele, die dieses Jahr rauskamen, sondern das Spiel, in dem wir in diesem Jahr die meiste Zeit... Ich habe gerade irgendwas gedrückt. Oh. In dem wir in diesem Jahr die meiste Zeit verbracht haben. David hat gesagt... Minecraft. 200 Stunden mindestens. Dieses Jahr? Ja. Nicht schlecht. Was machst du da? Wir haben uns einen kleinen Server gemacht und ein bisschen gebaut. Eine Burg... Ein Garten, ein Schiff. Auch ein Schaffelsen. Eine Brücke. Großer Penis. Ein Schaffelsen. Ein Schaffelsen, natürlich. Also hast du keinen Schaffelsen. Hast du auch schon einen Metal Gear Rex gebaut in oder den Minecraft? Ein großes Schaf. Amateure, ey. Ja, aber der Metal Gear Rex steht auf meiner Liste, der kommt als nächstes dran. Ich habe einen gebaut, Herr Sitzpass. 200 Stunden und du hast noch keinen gebaut? So als nicht Metal Gear Solid Fan. Entschuldigung, dass ich mir andere Projekte hatte. Projekte? Ja, Projekte. Mein Haus war noch nicht so schön. Das ist ein Projekt. Ah, okay. Marcel, in welchem Spiel hast du dieses Jahr die meiste Zeit verbracht? Naja, wo wir ein bisschen gemeinsam viel Zeit verbracht haben, war zu Hause. GTA Online. Ja. Und
Ansonsten kommt es gleich hoch. Und daran ja, und so gemeinsame Zeit. Ansonsten muss ich zugeben, Pokémon Y vom letzten Jahr noch, was ich in dieses Jahr auch noch mal einige Zeit rein investiert habe, um den Pokédex voll zu kriegen. Wie viel war das ungefähr? Sag ich nicht. Eine Stunde pro Pokémon? Macht 937 so Stunden. Die gibt es doch gar nicht. Es gibt 719. Genau, 917. Josie? GTA Online? Oder vielleicht doch Assassin's Creed Black Flag? Nee, das war dann ja auf einmal vorbei und dann war ich fertig. Okay. Übrigens beschissenster Endboss aller Zeiten. Bei Black Flag? Ja, na, ich wusste ja gar nicht, dass es zu Ende ist. Ich habe ja gar nichts gemacht. Da gab es einen Endboss? Nee. Doch. Naja. Ja. War halt. Hast du es gespielt? Nein. Das war eine Flucht der Karibik-Anspielung. Ich habe nicht verstanden. War auf einmal zu Ende. Wie Ground Zeroes. Aber ich habe das nicht lange gespielt. Ich fand ja den riesen Metal Gear am Ende von Ground Zeroes als besten Endgegner. Ja. Es gab keinen. Also bei mir sind es zwei Spiele, auch GTA Online. Ist wahrscheinlich das Spiel, in dem wir die meiste Zeit alle verbracht haben. Aber das wäre auch langweilig. Das ist cool. Jeder Spieler. Ja, alles lustiger. Jeder Spieler braucht sein Online-Spiel. Du hast bestimmt auch in Warframe noch viel Zeit gesteckt. Kam Warframe dieses Jahr raus? Ich weiß gar nicht. Ich habe letztes Jahr die Beta gespielt, aber ich glaube, das Hauptspiel kam dieses Jahr. Aber so viel Zeit, nee, Quatsch. Wir haben größtenteils das gemeinsam gespielt. Am Anfang war ich mal ein bisschen alleine. Du hast doppelt so hohen Level als ich. Wie ich. Geht schnell. ja, bei mir ist es Spelunky. Vor allem durch die Daily Challenge. Und weil ich nach der Daily Challenge dann immer noch zwei oder drei normale Runs mache. Ich bin aber inzwischen runter davon. Also ich spiele es noch eher selten. Hätte ich Sims Free Play weitergespielt auf dem Tablet, wäre es wahrscheinlich ein Kandidat. Alter, das hast du vielleicht zwei Wochen lang gespielt. Nein, es war nur eine Woche. Und ich so, man muss halt in das Spiel ständig wieder reinsteigen, weil halt echte Zeit im Spiel vergeht. Und wenn die Sims arbeiten gehen, dann muss man nach 7 Stunden auch wieder nachgucken, ob sie gearbeitet haben und ihnen eine neue Aufgabe geben. Deswegen sage ich ja, hätte ich es weitergespielt, dann hätte ich das jeden Tag so gemacht und irgendwie dreimal oder so. Und deswegen habe ich ja den Notstecker gezogen. Nicht, weil es keinen Spaß gemacht hat, sondern weil es zu viel gewesen ist. Ich gemeckert habe, dass der Akku mal leer war. Gar nicht, bei Sims ist der Akku gar nicht so leer gegangen. Ja, Spelunky ist, glaube ich, für mich beim Singleplayer so der Kandidat. Also die Daily Challenges sind schon ein guter Grund, jeden Tag zurück in das Spiel zu gehen. Und inzwischen spiele ich lieber dann Binding of Isaac Rebirth. Schade, dass es dort keine Daily Challenge gibt. Das wäre cool. So. Fällt euch sonst noch was ein? Irgendwas Schlechtes da sonst was? Denn mit unseren notierten Kategorien sind wir ansonsten jetzt durch. Denke ich auch. Ja. Hi, David. genau. Gehen wir also dann in unsere Top 10s, denke ich, dass das vernünftig ist, denn wir haben inzwischen auch schon, wow, fast 5:30, warum sagt mir keiner Bescheid? Genau, wie gesagt nochmal an alle, die trotzdem noch schreiben wollen, was ihr bester Endboss, ihre beste Grafik oder irgendwas ist, oder ihr Spiel des Jahres, wäre ab jetzt interessant, schreibt uns das in die Kommentare oder in die Social Networks. Vor allem das Spiel des Jahres wäre jetzt sehr interessant. Von mir aus auch eine Top 3. Würde ich sehr gern wissen. Und vielleicht haben wir am Ende ja so eine kleine Auswertung, welches Spiel am meisten gewählt wurde. Das beste Kuchenrezept des Jahres. Ist ja auch interessant. Genau. Josie, wie viele Spiele hast du gespielt? Ja. 5 von diesem Jahr ungefähr. Außer wenn man jetzt die ganzen Indie-Spiele von der PS4 dazu zählt. Wobei wir die ja auch noch nicht wirklich. Das Professor Layton-Spiel gespielt. Ja. Und GTA. Mhm. Mhm. The Walking Dead. Ja. Ja. Ja, genau, ja. Habe ich aber auch noch nicht fertig gespielt. Obwohl es nur 30 Minuten lang ist, habe ich es noch nicht zu Ende gespielt.
Du hast Lightning Returns schon bestellt, das zählt auch. Ich habe Lightning Returns für im Februar. Das ist aber erst nächstes Jahr. Ja. Es waren 5 Spiele, oder? Habe ich richtig geraten? Mhm. Und was davon ist dein Spiel des Jahres? GTA. Ja, finde ich aber berechtigt. Ich meine, normalerweise ist das mal so eine Sache mit Portierungen und Remakes, aber bei dem Spiel ist es einfach jetzt die bessere Version von dem Spiel, kann man so sagen. Also die verbesserte. Nicht, dass die alte schlecht wäre. Marcel, unser Platz Nummer 10 für das Spiel des Jahres. Platz 10 ist immer der schwerste, weil man da nicht weiß, welches von den vielen Spielen man in die Liste nehmen ich möchte. Ich glaube, das gleiche dazu steht. Oder? Nee, das war meine Liste, die ich vorhin gelesen habe. Ja. Ich habe bestimmt irgendwas ganz Wichtiges auch vergessen. Egal. Dein Platz 10. Nehmen wir es mit rein, ja. Akiba's Trip. Akiba's Trip. Was ist Akiba's Trip? Da kann man kleine Mädchen aussehen. Auf der Straße. Warte mal, habe ich das Spiel gar nicht in meine Liste gemacht? Ach doch, 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 da ist es. Ja, Akiba's Trip ist ein Spiel von NIS America gepublished, und, okay. Oder? Ich glaube. Entwickelt. Ich überlege auch gerade, wenn ich weiß gar nicht, wer es entwickelt hat. Ist ein cooles Spiel. Anime-Grafik, Japan, Cosplay, Aussehen, ja, muss man nicht wissen. Ein Spiel, auf das ich mich wirklich gefreut habe. Es war jetzt kein Riesen-Release, aber das Spiel hat doch auch ein kleines bisschen Beachtung bekommen. Es kommt jetzt, es gab ja auch eine PS, oder kommt es auf die PS4? Nee. Doch, wurde noch angekündigt für die PS4. Ja, also ja. Auf alle 3 Konsolen dann, oder? Nee, kam es auf genau. 3, kam es doch auf. Also PS3, dann Vita und jetzt okay. PS4. Genau. Ja, man macht eben, also Akiba ist halt der Kurzname für Akihabara, der japanische Bezirk, in dem man im Prinzip auch in den Yakuza-Spielen immer spielt. Dort wurde aber ein bisschen umbenannt, also hat ein bisschen einen anderen Namen bekommen. Aber im Prinzip... Wenn man da dann wieder zurückgeht, dann erkennt man schon die Ecken irgendwie wieder, die man auch aus Yakuza kannte, so die Spielhallen und sowas. Vor allem die große Sega-Halle dann immer, da kann man ja leider bei Akiba's Trip nicht reingehen, aber sie existieren, ne? Die Sega-Halle, die gibt's auch. Ja, und im Prinzip spielt man eben in diesem Bezirk, man spielt so einen Jungen, der heißt Takashi oder so irgendwie. Kann man den Namen selbst wählen? Nee. Nee, okay. Auf jeden Fall spielt man einen Jungen, der in eine Falle gelockt wurde, weil er eine Sammelfigur bekommen sollte. Und in Wirklichkeit wurde ihm aber irgendwas verabreicht, wodurch er sich in so einen Synthista verwandelt hat. Was im Prinzip Vampire sind, die nicht dem Tageslicht ausgesetzt sein dürfen. Außerdem mit Klamotten an. Genau, mit Klamotten. Und deswegen muss man in den Kämpfen, gewinnt man nur, wenn man den Gegnern die Klamotten vom Leib reißt, damit sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Und das passiert einem selbst auch sehr oft. Und verdammt, wir haben eine Unterbrechung. Nein, das darf nicht passieren. Wird David eigentlich nach seinen liebsten Figuren gefragt? Wer jetzt eine kurze Pause machen will, kann das gerne machen. Ja, so wie bei Josef zum Beispiel. Josef ist doch bestimmt auch deine Lieblingsfigur. Ich bräuchte was zu trinken. Nee, ich hab doch jetzt hier den mysteriösen Regierungstyp. Achso, und bei deinem Lieblingsspieler und so? Achso, bei Minecraft hast du ja doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den jetzt zu machen. Ja, ja. Mein Spiel des Jahres ist aber trotzdem 1000. Ja, ja. Kann mir jemand mein Wasser geben? Das muss ja aus diesem Jahr sein. Also. Liebe Freunde, wir sind zurück. Ich brauche aber kurz was zu trinken. Mein Mund ist nämlich schon sehr trocken von dem ganzen Gerede. Ach, ich nehme einfach einen Schluck Wasser. Rede zu lange mal weiter. Nebenfigur, South Park. Nein, Pause. Ich war in meine Tasse. Was kam jetzt bei dir als die Unterbrechung? Echt? Jetzt? Was hält Pause auf? Was? Was sollen wir jetzt sagen? Irgendwas. Bitte bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Macht Werbung für euch. Da steht der Fernseher, der wurde noch nicht mal angemacht. Frisches Wasser. Weil der dicke Marcel davor sitzt. Willst du jetzt Werbung aus dem Fernseher zeigen oder was? Wir wollten da Videos zeigen. Ach so, ich dachte schon. Aber Marcel ist so dick und deswegen sieht man den Fernseher nicht. Sehr nett. Ist nicht schön, wie du hier unten im Bild bist. Du siehst den Stream gar nicht mehr, oder? Doch, doch, ich guck zu. War auf den Ton. Hast du schön gemacht. Leitungswasser aus Leibs. Werbung. Kann ich mich bestimmt vor Anfang gar nicht mehr retten. Oh. So, kann es weitergehen?
So, liebe Freunde, Platz 10 hatten wir Akiba's Trip. Wird auch gleich nochmal genannt. Mein Platz Nummer 10 war ziemlich schwer. Ich wusste, dass auf jeden Fall eins der Spiele rein muss, die ich noch nicht so ausführlich. Ja, doch. Ich denke dauernd, ich hätte irgendeins vergessen und nicht auf Platz 10. Ja, ich weiß nicht. Ich habe. Was? War es nicht so spannend? Ich muss mal kurz. Hier habe ich nur die ersten 4 reingeschrieben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Escape Dead Island reingeschrieben, aber irgendwie zählt das auch nicht so richtig, weil ich noch nicht genug von dem Spiel gespielt habe. Aber ich wollte ihm irgendwie einen Ehrenplatz geben, weil das Spiel eher schlechte Kritik bekommen hat und ich bis jetzt eigentlich ganz spannend fand und irgendwie eine sehr schöne Comic-Grafik, auch mit Soundeffekten und so weiter, die angezeigt werden, wenn man... Doch sowas nicht! David? Bist du mit Mikro auf den Klo gegangen? David? Ja, was? Okay. Ich bin noch da. Okay. Ich kann so gar nicht verstehen. Verstehen. Ich habe mir gerade überlegt, meine Platzierung spontan zu ändern. Ich nehme Murdered Souls Aspect an die Stelle. Und dann fließt es auch ein Spiel, das noch nicht zu Ende. Ja. Okay. Ja. Ich fand es aber auch hübsch, was du mir gezeigt hast. Genau. Ich wollte Escape Dead Island eher bei den ihren Honorable Mentions oder wie auch immer. Oder Platz 11, was weiß ich. Nee, Murdered Souls Aspect, das hatte ich vergessen in der Liste. Auch ein Spiel, was ich noch nicht zu Ende gespielt hatte. Ich hatte am Anfang ein paar technische Probleme, die ich erst beheben musste. Aber es ist ein ganz cooles Spiel, was so ein bisschen in die Heavy Rain Richtung geht. Also man läuft mit einem Cop rum, der am Anfang des Spiels erschossen wird. Und so ähnlich wie bei dem DS-Spiel Ghost Trick muss man dann seinen eigenen Mord ermitteln, um seinen Mörder zu finden. Und es gibt eben so diese Quicktime-Event-Sachen, es gibt so ein bisschen Detektivkram, den man lösen muss, man muss so Tatorte untersuchen. Und ab und zu wird man mal von komischen Dämonen verfolgt. Also ein cooles Spiel, wie gesagt, relativ weit hinten, weil ich nicht genug davon gespielt habe, aber bei Platz 10 wäre das wahrscheinlich sowieso der Fall gewesen. Aber René hat auch ganz gute Sachen über das Spiel gesagt und deswegen denke ich, es ist gerechtfertigt. Dein Nummer 9, deine Nummer 9. Meine Nummer 9 ist Child of Light, weil es halt auch ein Spiel von diesem Jahr ist und was ja eigentlich am Anfang auch ja, erwartet wurde, oder? Also zumindest gab es ja für alle möglichen Plattformen, ja. War dann jetzt letztendlich nicht so der große Erfolg. Optisch war sehr schön und mal was anderes und eigentlich als Leistungsverhältnis war auch super. Aber halt vom Spielverlauf ziemlich eintönig und langweilig. Willst du dich mal gerade dahin? Nein. Platz 9, Child of Light. Und okay. Aber leider nicht vertont, weshalb ich es nicht gespielt habe. Echt? Nur deswegen? Nein, ich habe gehört, die Texte sollen sehr lang sein, die ganzen reinen Texte sind schwer zu lesen. Text einfach rechts. Okay, dann spielst du vielleicht doch noch. Okay, Platz 9 habe ich sowohl von Morgen aus. Hätte natürlich auch theoretisch The Walking Dead sein können, aber irgendwie... War halt Luke. Also ich fand The Walking Dead eigentlich tatsächlich noch spannender von den Cliffhangern und so. Da gab es schon so ein paar Momente, wo dann Figuren aufgetaucht sind, mit denen man nicht gerechnet hat und so weiter. Aber ich weiß nicht, Wolf Among Us war einfach eine frischere Idee und war wie gesagt nicht immer ganz so spannend, aber dafür ein cooler Hauptcharakter mit Big B Wolf und ganz coole Kampfsequenzen und so weiter. Die Story ist halt manchmal so ein bisschen hin und her gegangen und hin und her geplätschert und ich weiß nicht, am Ende mochte ich es trotzdem, deswegen The Wolf Among Us auf Platz 9, wie gesagt, wird wahrscheinlich keine Fortsetzung geben, weil es eben unter den Telltale-Spielen jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste war und ist natürlich jetzt auch nicht die riesen Lizenz wie Minecraft oder Game of Thrones oder was weiß ich, sondern eben nur eine kleine Comic-Lizenz. Marcel, dein Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist Banner-Saga, habe ich jetzt mal reingenommen, deswegen vor Child of Light und so, also ich habe es selber nicht weit gespielt, leider, aber optisch ist halt sehr schön, sehr coole Comic-Grafik, tolle Animation, Liebe fürs Detail. Was, welches Genre ist das nochmal? So Taktik, oder? Mehr, ja, Taktik-RPG. Genau, Taktik-RPG. Und ja, das Besondere an dem Projekt ist einfach, dass es von Spielemachern ist, die sie halt von ihren Firmen losgelöst haben, um ein eigenes Spiel zu machen, ohne dass jetzt ein großer Boss dahinter steht, der einfach nur ins Geld denkt. Und das merkt man halt bei dem Spiel, wenn man... Typisches Kickstarter-Spiel.
Guck mal, der Schatten von dem Mikrofon ist groß. Ja, ich kenne ja schon, dass der Akku leer ist. Weiß ich nicht. Jedenfalls, ja, Benner sage, würde ich auf Platz 8 nehmen. Ja, habe ich schon bei Steam, aber... Auf jeden Fall nochmal erwähnen. Nicht gespielt. Mein Platz Nummer 8 ist Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Habe ich ja damals im Podcast schon viel drüber gesagt, warum ich es eben so gut fand. Ein paar Korrekturen musste ich da noch anbringen. René hat irgendwie was dazu gesagt, dass man eben am Ende auch den falschen Mörder wählen konnte. Ich hatte gesagt, nee, so ist das nicht. Aber es ist doch so. Also es gab ein paar Sachen, das war am Ende schon fast gruselig, weil ich eben für den ersten oder die ersten zwei Fälle jeweils Mörder gewählt habe, von denen ich dann dachte, ja, wenn das Spiel weitergeht, habe ich ja die richtige Entscheidung getroffen. Mhm. Nur um später herauszufinden, dass es aber ein System in dem Spiel gibt, dass das durchaus die falschen Mörder gewesen sein können, also die falschen Menschen gewesen sein können. Das heißt, es kann gut sein, dass ich die falschen ins Gefängnis gesteckt habe. Das Spiel geht dann mit diesen Entscheidungen aber trotzdem weiter sozusagen. Und es warnt einen am Ende eines Kapitels auch immer, dass man nicht mehr zurück kann, wenn man jetzt sozusagen den nächsten Fall geht. Okay. Also die Entscheidung ist dann endgültig und ich bin trotzdem der Meinung, ich habe die richtige Entscheidung getroffen mit meinen Ermittlungen. Aber das macht das Spiel eben noch offener und cooler, was so die Ermittlungsmöglichkeiten angeht. Also die Art der Beweise, es ist natürlich immer noch einiges geskriptet, wie man dabei vorgeht. Aber trotzdem ist es so offen, wie ich es bisher eigentlich noch gar nicht von Detektivspielen kenne. Und bis eben zu dem Punkt, dass man am Ende die Entscheidung treffen kann, was man mit dem Täter macht und dass man überhaupt jemanden erstmal als Täter wählt, der vielleicht am Ende gar keiner ist. Hm. Klingt gut, ja. Dein Platz Nummer 7. Nummer 7 ist Elder Scrolls Online. Ich habe es auch nur am Anfang gespielt, die ersten zwei Monate. Nicht sehr lange, weil es halt ein bisschen Online-Spiele strengt halt an. Aber es ist optisch sehr schön. Hat sich eigentlich auch gut gespielt, von den Fähigkeiten her und so, aber deswegen hat es einfach nur auf den Platz 7 geschafft. Das ist komisch, ich habe seit dem Release nichts mehr über das Spiel gehört. Dabei ist Elder Scrolls eine große Marke, ich verstehe es gar nicht. Was ist da passiert? War es enttäuschend oder redet einfach keiner drüber? Ja, dann kam bei Destiny und das hat dann noch mehr in den Bogen gestartet, zumindest vom Rumhören. Das hat man erst recht nicht mehr davon gehört. Wirklich? Durch Destiny? Würde ich sagen, also... Zumindest diejenigen, die ich kannte, die es noch spielen regelmäßig, die haben dann auf Destiny auf einmal gespielt. Echt? Ja. Interessant. Hier habt ihr es zuerst gehört. Aber man konnte doch, hat es sich denn wie Skyrim und Co. angefühlt? Oder also wie ein... Schon, also die Welt und die war echt gleich gemacht. Entschuldigung. Kein Problem. Ist das ein Lagerfeuer? David isst Kekse und ich sollte mich räuspern, wenn das stört. Abgesprochene Dings. Egal, mach weiter. Ja, genau. Würdest du denn Elder Scrolls Online mal spielen? Antesten? Ja, ich meine, wenn es wirklich wie ein Singleplayer Elder Scrolls Spiel ist, nur mit anderen Spielern, das klingt schon cool, aber ich stehe halt nicht auf monatliche Gebühr. Also sowas wie Final Fantasy XIV würde mich jetzt mehr interessieren als das. Ja. Obwohl es mich auch interessieren würde, aber... Ja, es ist auch mehr mein Genre, das hat mich halt auch gestört, Es ist einfach nicht so mein Ding, diese Art von Mittelalter, ja, Mittelalter-Fantasy. Okay. Wie gesagt, nochmal zur Aufforderung, wer uns seine eigene Top 3 oder Top Platz für das Spiel des Jahres schicken will, tut das gerne. Wir machen weiter. Mein Platz Nummer 7 ist The Legend of Korra. Auch wieder eins dieser Spiele. Dieses Jahr konnte wirklich kein Spiel rauskommen, ohne gleichzeitig kritisiert zu werden. Also Spiele können nur gelobt werden, wenn sie gleichzeitig kritisiert werden. Es gibt, glaube ich, kein Spiel, das einfach astrein wegkam. Und Legend of Korra war eben auch so ein Fall, wo die Leute auf einmal enttäuscht waren. Einerseits sind nicht genug Charaktere und nicht genug Story drin. Andere haben behauptet, irgendwie das Kampfsystem wäre nicht anspruchsvoll. Ja, genau sowas. Wir fanden es aber beide ziemlich gut und ich hatte Spaß damit. Wir haben es, also du hast, glaube ich, sogar noch einmal mehr durchgespielt als ich. Ich habe es 2,5 Mal durchgespielt, glaube ich. Und das doofe Turnier gewonnen. Nee, es macht echt Spaß. Also ich fand es super. Ein tolles Platinum-Game-Spiel. Natürlich durch die Länge und den Umfang nicht so komplex wie jetzt ein, weiß ich nicht, Metal Gear Rising, Bayonetta oder so. Was erwartet man für 15 Euro? Ja, naja. Es kann dem Spiel auch schaden, wenn es am Ende nicht komplex genug ist und es nicht genug Kombos gibt, aber ich finde, es hatte eigentlich mehr als genug. Ja. Und am Ende hatte man genug Fähigkeiten, um die Gegner einfach gar nicht mehr an sich ranzulassen. Also die Spielmechanik hat ja gestimmt, also es hat auch gepasst.
Genau, fand ich gut und hat mich dazu gebracht, die ersten beiden Staffeln bisher der Serie zu gucken. Ich glaube, letztens lief die allerletzte Folge, ne? Das Finale der Serie. Echt? Jo, habe ich gehört. Hat sich angesprochen. Ich habe irgendwie das Finale gesehen, aber war das das Finale? Scheinbar. Also die Leute haben zumindest so geredet, als wäre es das Finale der Serie. Tut mir leid. Das nächste spielt dann in der Zukunft. Wir müssen jetzt mal kurz Davids Kekse zeigen. Weißt du, David vergleicht unser Essen immer mit irgendwelchen Fäkalien. Ich finde, das sieht aus, als ob sich da Häuser ausgetobt haben. Oh, der ist ja noch da. Ja, das sieht aus, sieht aus wie so Stäbchenbakterien. Genau. Stäbchenkokken. Ja, wahrscheinlich wollte ich auch sagen. Hast du Kokken gesagt? Okay, dann mag ich jetzt keine Kekse mehr. Dankeschön. Schick sie uns zu. Und daneben war ja noch so Pünktchen, das sind andere. Das sind noch ein paar E. coli oder so. Ja. Einzelne. Okay, dein Platz Nummer. Ich habe das Mikrofon gar nicht mehr. Es hat nur auf David gezeigt. Mein Platz Nummer 6 ja. ist The Walking Dead Season 2. Ja. Ich habe es gespielt dieses Jahr. Ja. Ich fand's gut, aber jetzt nicht so gut wie den ersten. Ich weiß nicht, ich hab auch ewig gewartet, bis es gespielt hat. Ich hatte irgendwie auch keinen Bock so wirklich drauf. Hab's zur Halloween-Zeit, okay, spitze Zombie-Spiel. Ja. Hab's auch durchgezogen, hat eigentlich dann schon Spaß gemacht, aber irgendwie fehlte die Magie vom ersten Teil. Ich kann auch nicht, vielleicht lag es wirklich an Clementine, dass man nur noch Clementine hatte und diese Beziehung zwischen Vater und Tochter, sag ich jetzt. Nee, ich habe Lee wirklich vermisst. Ja, Clementine war dann quasi so die Mutter. Ja. Ja, wird's ja von dem anderen Mädchen. So wird's ja wahrscheinlich von allen, auch dann enden. Von erwachsenen Männern. Ja. Musste die Brust geben und so. Aber das Ende war schon ziemlich dramatisch der Staffel. Also die Entscheidung, die man da treffen musste, war gar nicht so leicht. Was war denn das? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich nicht riskieren. Achso, das war das Ende. ja, The Walking Dead. Cool. Nee, es war, ich weiß auch nicht, also es stimmt, die Magie ist ein bisschen verloren gegangen, aber vor allem ist es zu durchschaubar geworden, also alle Telltale-Spiele sind zu durchschaubar geworden, man weiß immer schon, wann eine Figur sterben muss, wann sie irgendwie rausfliegt und die paar Momente, wo man dann doch mal überrascht wird, sind dann die tollen Momente, aber wirklich Schlechtes kann man auch nicht drüber sagen. Ich fand nur die erste Folge wirklich sehr schwach. Mein Platz Nummer 6 ist Akibas Trip, das hatten wir jetzt schon mal. Irgendwie, irgendwas hat das Spiel einfach. Es hat auch so ein paar nervige Sachen. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig astrein produziert. Also man hat zum Beispiel extrem viele Ladebildschirme. Man rennt ständig in Leute rein, wenn man durch die Stadt geht und alles solche Sachen. Irgendwie die Kämpfe machen eigentlich Spaß, sind aber viel zu schwer, weil man immer überfordert wird. Also es sind immer zu viele Gegner dort. Und vor allem Passanten, die man anstupst aus Versehen beim Kampf, werden sofort mit reingezogen. Die ziehen dann ihre eigene Waffe und kämpfen mit. Und es wird halt immer mehr. Manchmal versucht man nur aus dem Kampf rauszukommen. Und es ist, ja. Aber andererseits ist das Spiel schon echt lustig und die Nebenquests sind einfach cool und irgendwie kreativ. Also das ist jetzt nicht immer so, dass man einfach nur ein Item holen muss oder gegen jemanden kämpfen, sondern hat man dann zum Beispiel so einen Typ, der auf ein Date gehen muss. Und dann fängt man damit an, dass man für ihn die Klamotten auswählt, also die Kleidung, die er tragen soll, und sich dann eben so ganz schlecht noch hinter ihn stellt, während des Dates und ihm zuflüstert, was er sagen soll. Und da sind dann auch immer irgendwelche lustigen Antworten und es gibt sehr viele Anspielungen auf Nerdkultur. Das Spiel hat sein eigenes Twitter, so eine Art, und oder es ist irgendwie so eine Mischung aus Twitter, also es heißt Pitter, glaube ich, daraus, und es ist aber eigentlich eher wie so ein Forum aufgebaut, weil man dann immer die gleichen Charaktere hat, die dort schreiben, und die schreiben aber auch immer so auf diese moderne, so wie Kinder halt irgendwie im Internet schreiben, so mit diesen ganzen Kürzeln und irgendwie sowas. Es gibt dann einen, der halt immer nur rumtrollt und die Diskussion irgendwie, keine Ahnung, so solche Sachen. Und es gibt dort eben so eigene Berühmtheiten, also so eine Sängerin, die dann von einem angehimmelt wird und darüber schreiben dann wieder alle und so weiter. Das ist schon ziemlich cool, also man hat jetzt doch immer mehr Spiele, die solche Elemente haben. Ich glaube, bei Watch Dogs gab es jetzt sowas wie ein Social Network nicht direkt. Nein. Da gab es nur eher so das Hacking, aber man hatte eben, man hat zum einen bei GTA, wo man dann eben so von den anderen Figuren wie Jimmy und sowas lesen kann, was die schreiben, was ich ehrlich gesagt nie so oft gemacht habe, wie ich gern wollte.
Bei South Park das Facebook ist ganz cool. Mhm. Weil man dann jeden, den man als Freund hinzufügt, dann eben auch bei Facebook hat. Und die schreiben dann immer die Nachrichten und manchmal kommentieren andere noch dazu. Aber hier ist das auch ziemlich cool gemacht. Und man hat eben auch die Smartphone mit vielen Möglichkeiten. Man kann Fotos von der Stadt machen. Also man kann eben Sightseeing machen. Was mich eben stört, ist, dass man mit relativ wenigen Sachen interagieren kann, mit denen ich gerne interagiert hätte. Also da sind zum Beispiel Yakuza-Spiele besser. Wenn da ein Spielautomat rumsteht, dann kann man den auch benutzen. Und nicht wie hier, dass der halt wirklich nur rumsteht. Aber trotzdem, so vom Design ist die Stadt auch ganz gut gemacht, weil man eben viele Bildschirme hat, auf denen dann tatsächliche Trailer von irgendwelchen anderen Spielen und Anime und sowas ablaufen. Und das ist schon ganz cool. Also der Humor ist echt gut. Vieles wurde dann noch so angepasst aus dem Japanischen, was dort eben nicht so funktionieren würde. Zum Beispiel die Schwester von einem macht dann halt immer so Bro-Sprüche die ganze Zeit. Die gibt einem dann die ganze Zeit so Spitznamen. Große Namen, ja. Ja, die immer irgendwie sowas anfangen. Du bist der Bro-Takonist und sowas. Ja. Also eigentlich auch ganz gut lokalisiert und ja, ist ein ganz witziges Spiel. Auch wenn es nicht so besonders gut aufpoliert ist und sich das Kampfsystem irgendwie so ein bisschen wischiwaschi anfühlt. Weil man eben doch ständig da mal in die Luft schlägt oder irgendwie halt nicht richtig trifft. Aber sonst ist es super. Dein Platz Nummer 5. Ich wollte jetzt Lightning Returns machen, weil mir fiel gerade ein, was wir vielleicht vergessen hatten, kam nicht dieses Jahr, Anfang des Jahres, auch Tales of Dings für PS3 raus? Dieses, nicht Tales of Symphonia, sondern... Exilia, ja. 2 kam dieses Jahr raus. War das dann Ende letzten Jahres? Ich habe mir erst im Februar zugelegt. Ich dachte, der kam dann erst. Das war Mitte letzten Jahres. Oder war es sogar vorletztes Jahr? Was? Nee, irgendwann letztes Jahr, ne? Auf jeden Fall kam dieses Jahr der zweite Teil. Nee, also ist schon älter. Okay. Sonst hätte ich das noch reingenommen. Naja. Ja, aber Lightning Returns hat mich. Also, ich bin zwar Fan von einem Final Fantasy-Dingsager, aber das, was jetzt durchsehen, habe ich schon gelangweilt und angestrebt. Also. Strengt ziemlich an und gerade bei Returns war es halt irgendwie vom Gameplay zwar was Neues und toll, aber irgendwie auf Dauer war es einfach zu einseitig. Ich habe es nie durchgespielt und es gibt auch so einen Counter, der dann so abläuft, also eine gewisse Deadline, die ist das bei mir angelangt auf Null, eigentlich bin ich Game Over und dann habe ich irgendwie nicht mal reingestiegen, also ich wollte es mir mal vornehmen, aber mal gucken. Ehrlich gesagt, für mich klingt Lightning Returns eigentlich vom Konzept her ziemlich cool. Ist es auch, also klingt es ja auch und das Kämpfen ist auch gut, aber wenn du dann halt irgendwie, manchmal ziehen sich die Kämpfe trotzdem ewig lang hin, weil du irgendwie nicht an die Schwächen reinkommst des Gegners und du dann in einen Kampf verwickelt wirst, also nach einem anderen Haufen Kämpfe halt hast und ich weiß nicht, der Spielspaß bleibt einfach nicht da. Also die Story und der Spielspaß ist jetzt nicht so präsent, dass es sich wirklich fesselt und dran, also dich dran fesselt. Ich weiß nicht, also von dem, was ich gehört habe, klingt es für mich immer noch cool genug, dass ich am liebsten die anderen beiden halt einfach überspringen würde und das spielen würde. Also gut, 13 habe ich ja 20 Stunden gespielt, aber keine Ahnung, die Spiele sind halt alle so unterschiedlich, dass es eigentlich keinen Sinn macht zu sagen, man muss die nacheinander spielen, weil ja. Ich meine, auf die Story achtet sowieso kein Mensch mehr inzwischen. Ich achte voll auf die Story. Du könntest mir nicht mal erklären, was da passiert. Ja, weil ich meine eigene Story spiele. Ich versuche auch auf die Story zu achten. Bei Final Fantasy 13 jetzt. Ja. Okay, nein, nicht da, aber generell. Philipp hat vorhin geschrieben, das Pokémon im Hintergrund macht mir Angst. Das ist Bisasam. Sag hallo. Ich hab immer rote Augen. Daneben sitzt Kirby. Ich habe auch ziemlich viele Kommentare. Der scheint ja ziemlich cool zu sein. Ich kann's nicht wegmachen und fällt alles um. Randomizer hat auch geschrieben, South Park ist das Spiel des Jahres. Das hat David schon sehr gut gesagt. Ja. Dankeschön, da hast du recht. Und du hast geschrieben, nicht Jonah Hill, hä, wer sonst? Und du hast Jonah Hill falsch geschrieben. Der heißt Seth Rogen ist das. Ach, mit Seth Rogen. Ja gut, bei den Leuten, die gehören sowieso alle zusammen, da kann man sich schon verwechseln. Wenn einer im Film mitspielt, dann spielen die anderen auch mit. Ja. Aber dann wird dir Majora's Mask vielleicht auch nicht so gefallen, weil das Konzept ist das gleiche. Echt? Man hat die ganze Zeit eine Uhr, die abläuft und man... Voll so eine Final Fantasy nachmachen. Also bei Lightning Returns hat man ja auch diese Uhr eben und man muss alles erledigt haben. Bei Lightning Returns ist ja wirklich so, man kann ja, glaube ich, diese Punkte verdienen, mit denen man die Zeit dann verlangsamen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, genau. Aber auch doch verlängern, also du kannst Tage dazu gewinnen, das ist ja leicht. Also du musst halt gewisse Hauptmissionen schaffen, damit
sich die Tage halt verlängern. Und diese Hauptmissionen sind halt nur zu gewissen Zeitpunkten am Tag, zu gewissen Stunden. Das hat dann 24-Stunden-Zyklus, sagen wir jetzt mal. Und wenn du das nicht schaffst, also weil du halt zum einen geordnet hinreisen musst, dann ja, verspielst du halt einen Tag. Und das ist halt wichtig, verdammt wichtig. Ich dachte auch, dass das Spiel sei so ausbalanciert, dass man da automatisch schon wieder hinterkommt. Aber das ist halt nicht so. Das musst du jetzt selber feststellen, dass ich halt immer jetzt Game Over gegangen bin. Und gut, man kann jetzt neu anfangen mit allen Items und so, Waffen und so sind jetzt vorhanden, aber naja, mal gucken. Okay. Hast du mir jetzt das Lösungsbuch mitgebracht, damit ich mich nicht anstrengen muss? Habe ich vorhin schon gefragt, er hat es vergessen. Per Post. Du wolltest doch erst nächstes Jahr anfangen, oder? Ja, im Februar. Ja, bis dahin hast du es. Okay. Mein Platz Nummer 5 ist... Ich muss sagen, dass ich auf diverse Zahnbürsten spucken werde. Ja. Meine? Marcel steht nicht im Bad. Dann wirst du sie benutzen und ich werde da sein. Oh, geil. Oh. Außerdem werde so ich gut hat sich das noch nie geputzt. Ich denke mal. Ja, du kriegst es ja noch. Gut zu wissen. Josi macht uns die Getränke und kocht. Ja, nur um reinzuspucken. Ja. Mein Platz Nummer 5 ist das Spiel, das eigentlich gar keins ist. PT! Das erste Kojima-Spiel in der Liste heute. Ich habe nicht mal gespielt. Oh doch, ich hab's gespielt. Wann? Weißt du nicht mehr, als ich das aus Versehen gestartet habe? Nee. Und dann aus dem Raum rausgegangen bin? Ja, ich hab das gespielt. Nein, ich auch. Nee. Doch. Nee. Um ein anderes Spiel zu beenden, habe ich PT gestartet. Dann aus dem Raum rausgegangen. Bist du schon über die Anfangssequenz hinausgekommen? Ja, ich bin aus dem Raum gegangen. Und bist du auch einen Schritt gelaufen? Ja, ein. Egal, PT, Spiel des Jahres, fast. Ja, also PT ist schon echt was Besonderes. War eine wirkliche Überraschung, als das Spiel angekündigt wurde. Die Art, wie Kojima das halt wieder gemacht hat, so mit dieser ganzen Geheimniskrämerei, wie schon bei Ground Zeroes halt, wo er sich extra einen anderen Firmennamen, selbst einen anderen Namen gegeben hat und so weiter, um das Spiel unter einem anderen Studio anzukündigen. Und hier eben... Ja, einfach nur diesen komischen Teaser, wo man dann beobachten konnte, wie Leute irgendwie das in ihren Streams spielen und irgendwann hat das halt eine zuerst durchgehabt und hat rausgefunden, dass es Silent Hill ist. Ziemlich cool, vor allem Dario und ich haben ja wirklich schon letztes Jahr eigentlich schon darauf gehofft, dass irgendwie eine neue Silent Hill-Ankündigung kommt. Andererseits waren die Hinweise darauf, dass das Franchise einfach tot ist, auch schon ziemlich hoch. Und ja, das macht Hoffnung, aber es ist noch früh in der Entwicklung. Aber PT als eigenständiges Spiel... Ich habe diverse Let's Plays dazu gesehen, einfach weil es sehr unterhaltsam ist. Weil du nicht dich traust, es selbst zu spielen. Doch. Morgen? Ja, komm, wir machen an. Morgen spielen wir es? Okay. Morgen. Morgen war es geplant, ne? Morgen. Wir spielen das Spiel noch. Trotzdem muss ich jetzt schon in die Liste, weil ich meine, ich habe es schon sehr ausführlich erlebt. Wahrscheinlich mehr als die meisten, die es einfach nur so durchgespielt haben. Ich weiß inzwischen irgendwie, ich kann viele Sachen zusammensetzen, die dort passieren. Man kann interessante Theorien daraus machen und so weiter. Also ziemlich cool. Mit PT kann man viel Spaß haben, ohne es selbst zu spielen. Und ich meine, das Spielen besteht ja wirklich sowieso nur daraus, den Stick zu drücken. Also das ist jetzt, ja. Platz Nummer 4. Platz 4 ist... Mein Lieblingsfranchise, Pokémon. Dieses Jahr war ja die Neuauflage von Saphir und Rubin. Mhm. Und ja, macht Spaß wie immer, ist tolle Grafik, Spielspaß ist vorhanden und ich würde es immer wieder spielen. Otaro. Ja. Ich würde das gerne auch sagen, wenn Pokémon mehrere Spielstände zulassen würde. Mein Platz Nummer 4. Der klaut das Licht von uns. Metal Gear Solid Ground Zeroes. Auf Platz 4, wirklich? Auf Platz 4, ja. Nicht, dass das Spiel nicht in die Top 3 verdient hätte, aber ich meine, man muss wirklich sagen, dass es ist jetzt nicht so kurz wie PT. Das ist ein Wasserpokémon. Und ja, eben, deswegen kann er ja im Glas spielen. Es ist ein Spiel, bei dem man wirklich selbst entscheiden kann, wie viel Zeit man reinsteckt. Ich meine, wir haben es ja inzwischen zweimal insgesamt. Und es macht einfach Spaß. Also gerade die Nebenmissionen machen mir eigentlich mehr Spaß als die Hauptmissionen. Natürlich ist es irgendwie cool, wenn man das erste Mal die Story erlebt und sieht, wie was halt am Ende passiert. Auch ein Spiel, ich weiß nicht, ach man, die Nebenmissionen sind einfach so cool. Vor allem die Déjà-vu-Mission, da gibt es so viele Anspielungen auf das Franchise. Viele Sachen, die du jetzt erst beim ersten Mal erlebst, während wir Twin Snakes spielen. Okay.
das bisschen Soundtrack, was vorhanden ist, ist ziemlich cool und es macht wirklich Spaß. Also es macht Spaß, immer wieder an diese Basis zu gehen und einfach rumzuschleichen und verschiedene Methoden auszuprobieren und so weiter. Und wenn man sich anguckt, was bei The Phantom Pain dann erst möglich sein wird, das wird gigantisch. Gut, dein Platz Nummer 3. Wir kommen in die Top 3. Er ist bei mir Legend of Korra, weil ich bin Fan der Serie und habe mich auch das Spiel gefreut, hat Spaß gemacht, hatte meinen Spielspaß, dreimal durchgespielt und ja, hat auf jeden Fall einen Anteil dieses Jahres verdient. Okay, mein Platz Nummer 3 ist... Stop. Damit möchte sich verabschieden. Genau, mein Platz 3 ist Watch Dogs und ich muss weg, also viel Spaß noch. Tschüss. Alles klar, tschüss. Ich kann auch noch seinen Platz 2 und seinen Platz 1. Das war das Hauspark. Platz 2 ist The Evil Within, weil Josef mag. Und Platz 1 ist Hauspark. Eine ähnliche Liste. Davids Top 3. Sehr schön. Mein Platz 3 ist Hauspark, oder? Hauspark! Hauspark ist Stick of Truth. Ziemlich cooles Spiel. Fast perfekt. Ah gut, ist auch schwer zu sagen, aber ja. Es ist einfach ein gutes Rollenspiel, gleichzeitig aber auch lustig und irgendwie, ja, spannend will ich jetzt nicht sagen, aber man wartet halt schon manchmal, was irgendwie, was hinter dem nächsten Raum wartet, wenn man sich irgendwo reinschleicht oder was weiß ich, oder was diese komischen Sonden überall zu suchen haben und so weiter. Das Einzige, was ich nicht mochte, ist, dass es, also ich weiß nicht, South Park, die Serie ist ja inzwischen mehr zum Glück wirklich in Richtung Gesellschaftskritik gegangen, das heißt, jeder Schwachsinn, der dort passiert, hat auch was zu bedeuten. Ja. Und das Spiel hat aber viel von dem alten South Park, wo es eher so um Furz-Kack-Kotz-Humor geht. Also vor allem, dass man 1000 verschiedene Furz-Techniken hat, die man benutzen kann und so viel Platz davon im Spiel eingenommen wird. Und in Kanada. Kanada ist top. Ja. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, ist ein super Rollenspiel. Also es macht sogar Spaß, sich einfach nur auszurüsten und so weiter. Es ist ganz cool. Es ist so ein bisschen das Kampfsystem von den Paper Mario Spielen übernommen. So, wo man auch noch aktiv am Kampf teilnehmen kann. Also man muss nicht nur zugucken, wie eine Attacke ausgespielt wird, sondern man kann im richtigen Moment noch einen Knopf drücken, um die Attacke zu verstärken. Oder wenn zum Beispiel, wer hat den Hammer? Butters, ne? Hat er den Hammer? Ja, der wenn man, Tor. Genau, wenn man den zum Beispiel schwingt, dann kann man den Hammer auch nochmal so schwingen. Also wir haben ja alle auch mehrere Fähigkeiten gehabt. Also einmal diese etwas stärkere und einmal verschwächere anders anzuwenden und ja, das war toll. Ja, super Spiel, cooles Spiel. Also hat für mich nicht nur viel Wert auf die Optik und Humor gelegt, sondern halt wirklich aufs Gameplay sich, also nichts Neues erfunden, aber es hat gut gemacht, finde ich. Ja. Ja, also hat für mich so ein bisschen das gebracht, was ich jetzt durch Ni No Kuni, also anstatt von Ni No Kuni zum Beispiel vermisst habe, irgendwie ein Spiel, das einfach schön aussieht und einfach nicht so anstrengend ist, sondern einfach locker und es muss nicht immer alles eine düstere Welt haben und dass das anders ist, werden meine anderen beiden Plätze noch zeigen. Dein Platz Nummer 2? Platz 2 ist bei mir jetzt Watch Dogs, weil es halt einer der wenigen Titel war, die, ja, kam halt neu raus, gleich gekauft, durchgespielt und also wie es halt sein sollte bei mir bei echten Spielen. Es hat, ja, es hat die Zeit, wo es gespielt hat, Spaß gemacht. Optik fand ich jetzt toll auf PC. Und ja, deswegen Platz 2. Gut. Mein Platz Nummer 2 ist, ratet, Evil Within? Ich rate. Ja, The Evil Within. Stimmt tatsächlich. Ich habe mich sehr, sehr auf das Spiel gefreut. Also es war mein meist erwartetes Spiel dieses Jahr. Ist auch kein Wunder. Die Trailer waren immer vielversprechend. Es wurde mal gesagt, dass das Spiel den Horror so ein bisschen zurückbringt. Das stimmt auch nicht hundertprozentig. Also das Spiel ist relativ gruselig am Anfang. Und wird dann später eher zum Resident Evil 4 mäßigen Actionspiel, was aber super ist. Resident Evil 4 ist eines meiner Lieblingsspiele. Und mit Evil Within habe ich das halt so ein bisschen wiederbekommen. Ist ja auch kein Wunder, weil eben Shinji Mikami dahinter steckt und das erkennt man eben an allen Ecken und Enden. Also er hat viele Anspielungen von seinen alten Spielen mit reingebracht. Viele Gegenden sehen aus wie bei Resident Evil. Es erinnert einfach absolut alles daran und ich habe gestern nochmal in einem Forum gelesen, da ging es eben nochmal um die verschiedenen Versionen von Resident Evil 4, die es damals gab, die entwickelt wurden. Ich habe mir nochmal die Trailer dazu angeguckt und es ist wirklich beeindruckend, weil die früheren Versionen von Resident Evil 4 in etwa so aussehen, wie The Evil Within jetzt aussieht. Also der hat viele Sachen, die er damals nicht mit reinnehmen konnte, vielleicht auch weil Capcom das irgendwie ein bisschen eingeschränkt hat, hat er jetzt eben in The Evil Within eingebaut. Es gibt ein paar nervige Passagen, aber
Ansonsten ziemlich gut. Also ich mag das Spiel eigentlich durch und durch. Es hat viele so Mindfuck-Szenen, wo einfach so Sachen um einen rum passieren. Immer dann, wenn man gerade nicht damit rechnet. Und es macht mir sowohl als Horrorspiel als auch als Actionspiel ziemlich Spaß. Und selbst wenn man dann später nicht mehr so oft um Gegner rumschleichen muss, worüber ich ganz froh bin, gerade wenn man eben Abschnitte wie ich jetzt nochmal spielt, dann will man einfach nicht nochmal so langsam vorwärts gehen, hat man trotzdem dann später so die Hektik von den späteren Resident Evil Spielen, wo man einfach dann Angst hat, von den Gegnern doch noch erwischt zu werden. Also wird es einfach noch eine Fortsetzung geben? Hoffentlich. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht ein neues Franchise oder? Ja, vielleicht. Okay. Je nachdem, was Tango Gameworks als nächstes macht. Fortsetzung ist das DLC. Ja gut, das natürlich auch erstmal. Aber ich hoffe, dass es eine Fortsetzung gibt von The Evil Within. Mit Musik. Was ja ganz witzig ist, es gibt irgendeiner Spieleseite, die das neue Resident Evil Revelation 2 gespielt hat, dem war aufgefallen, dass Shinji Mikami immer noch in den Credits stand dort im Spiel, wo der wirklich seit Teil 4 kein Resident Evil mehr entwickelt hat. Und es hat sich eben rausgestellt, dass ein weiterer Shinji Mikami bei Capcom arbeitet und an den Resident Evil Spielen arbeitet. Ich glaube, als Grafikdesigner oder so. Das ist ganz witzig. Wer weiß, ob er nicht auch noch zu einer Berühmtheit aufsteigt. Gut, wir kommen zu den Plätzen Nummer 1. Dein Platz Nummer 1, dein Spiel des Jahres 2014. Wie so oft schon erwähnt heute, ist House Park, Stick of Truth. Mhm. Einfach das Spiel des Jahres. Hat Spaß gemacht, war toll und hat es wohl verdient. Josie, dein Spiel des Jahres? GTA Online. GTA Online. Du hast kaum was gespielt. Du kannst mich doch sowas nicht fragen. Und was ist mein Spiel des Jahres? Was glaubt ihr? GTA Offline. Richtig geraten, es ist Dark Souls 2. Ah, ja, stimmt, das war noch. Jo, Dark Souls 2kam im ersten Quartal des Jahres, glaube ich, raus. Josie hat es mir später zum Geburtstag geschenkt. Und ich habe dann 140 Stunden, glaube ich, bisher in das Spiel gesteckt. Also bin jetzt im zweiten Durchlauf, also im New Game Plus. Das ist ein halbes Jahr. Ja, also ich hatte dann auch eine große Pause. Ich habe eben am Anfang dann wirklich, als ich das Spiel hatte, erstmal so ein, zwei Monate nichts anderes gespielt. Also auch wenn das erstmal viel klingt, letztendlich ist es dann gar nicht so... ich habe es gerade ausgeschaltet. Letztendlich ist es also gar nicht mal so viel. Es gibt durchaus Leute, die wahrscheinlich inzwischen schon viel mehr Zeit in Dark Souls gesteckt haben und schon in viel weiteren Durchläufen sind. Meistens sagt man so, man braucht so 40, 50 Stunden für einen Durchlauf. Ich habe dann eben, wie gesagt, 130 Stunden oder so gebraucht, keine Ahnung. Aber ich habe eben auch wirklich viel gemacht und es hat echt ein paar coole Neuerungen. Mir macht das Spiel eigentlich, ehrlich gesagt, insgesamt mehr Spaß als Dark Souls, auch wenn ich das noch nicht so weit gespielt habe. Irgendwie das Zielen zum Beispiel ist einfach noch ein bisschen präziser, die Angriffe sind etwas präziser. Es gibt dieses neue Feature, dass Gegner nicht für immer in einem Gebiet bleiben und immer wieder auftauchen. Du erinnerst dich vielleicht, wie es bei Demon's Souls war. Immer wenn man dahin zurückgeht, sind die Gegner halt wieder da. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Jeder Gegner kann eine bestimmte Anzahl, also ich glaube, jeder Gegner muss, ich weiß gar nicht mehr, so 10, 12 Mal vielleicht besiegt werden. Danach taucht er nicht mehr auf. Danach ist das Gebiet halt befreit von diesem Gegner. Und das ist eben nochmal ein Ansporn, immer wieder dahin zurückzugehen und die so lange zu verkloppen, bis sie ganz weg sind. Und dann kannst du frei durch die Gegend gehen ohne Kontakt mit Gegnern. Genau. Wenn ich alle besiegt habe, die es dort gibt in diesem Bereich, dann in der Tat sind die alle okay. Weg. Bis man dann eben so ein Item am Lagerfeuer benutzt, womit sozusagen nur dieser Bereich schon ins New Game Plus gehoben wird. Das heißt, die Gegner werden stärker und tauchen wieder auf. Ah. Das kann man machen. Also ich habe das in einem Bereich gemacht und der ist jetzt bei mir im New Game Plus eben schon im New Game Plus Plus sozusagen. ja, Dark Souls ist wirklich cool. Dark Souls 2. Ein sehr süchtig machendes Spiel, ein sehr motivierendes Spiel. Natürlich ist es am Anfang ein bisschen schwer, aber jetzt auch nicht so übermäßig. Und natürlich gibt es wieder Bereiche, an denen man mal etwas länger hängt. Aber ansonsten ist es meiner Meinung nach eigentlich fast perfekt. Auch wenn mich die Endgegner jetzt nicht immer super begeistert haben. Also oft waren sie einfach nur Hindernisse, die überwunden werden mussten. Und es gibt Sachen, die sind in dem Spiel einfach so die Stats und die Eigenschaften von Waffen und alles sowas sind manchmal einfach zu unübersichtlich und da werden dann immer Kürzel benutzt, von denen man dann einfach wissen muss, was sie bedeuten. Da muss man dann entweder wieder ein Wiki zur Rate ziehen oder sich einfach irgendwie so durchkämpfen. Aber ja, mein Platz 1 Spiel des Jahres geht an Dark Souls 2. Und damit sind wir durch. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Sonst
sind wir, glaube ich, auch spät dran mit der Zeit. Natürlich ging es wie immer länger als erwartet. Dieser Podcast wird auf jeden Fall noch als Podcast erscheinen. Zusammen mit dem Filmjahresrückblick, in dem Philipp sehr lange Beschreibungen von Filmen vorgenommen hat. Und unser Alan Wake Podcast. Ja, stimmt. Teil 1 und 2. Teil 1 haben wir schon Probe gehört. Gewesen, ja. Teil 1 haben wir beide schon Probe gehört und fanden wir eigentlich beide ziemlich gut geworden. Und der zweite Teil ist noch in der Mache. Kommt also alles noch. Danke für die Zuschauer, danke für David, der hier zwischendurch eingesprungen ist und alle, die geschrieben haben. Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns dann wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Jetzt muss ich mal den Stream abschalten. Übertragung beendet. Aufnahme beendet.